So, 4 Deep Storage Units. Goodie, gib mir Exporter. 3. Auch einen noch. Exporter. So. Da reichen auch die ganz normalen, weil in die Deep Storage Units selber passen ja eh nur. Passt immer nur eine Art von Gegenstand rein. Wo kommen die Deep Storage Units jetzt hin? Es sollte, glaube ich, ein bisschen versteckt sein. Also nicht hier im Hauptraum. Aber es sollte dann im Technikraum hier hinten drin einigermaßen ersichtlich sein und leicht zu konfigurieren. Hier halt ungerne wegen eventuell Reaktor. Hier eigentlich ungerne, weil eventuell Crafting Computer. Bleibt nicht mehr viel. Hm? Können es hier... Es wird sehr eng hier drin. Und brauche ich einen Lava Barrel bei mir hinten im Serverraum? Nein. Weg. Den Boden hier muss ich auch nochmal neu machen. Muss die Kabellage hier auf dem Boden lang laufen? Nö. Kann auch da an der Wand lang. Okay, gib mir mal ein paar ME-Kabel. Bitte, falsche Ding. Da. Nein. Kabel? Kabel. Din, 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 din. Genau hier. Könnten das Loch dann auch oben machen. Okay. Du warst für Seeds. Ah, ist eigentlich schon ganz praktisch, wenn das da ist. Aber nein. Ich will jetzt hier mehr Platz haben für Technikraumsachen. Und dich kann ich damit nicht abbauen, also muss ich dich kaputt hauen. Eine Pickaxe. So. Du kannst hier auch raus. Und wir machen oben den Zugang. Und zwar hier einfach. Genau. Einmal durch. Guck. Kabel. Hoch, hoch, hoch. So. Da, da, da. So. Das Ding sollte jetzt soweit wieder angeschlossen sein. Und wir haben unten im Serverraum mehr Platz. Lass mich runter. So. Goodie, good. Hier die Wand zu machen, sieht doof aus. Okay. Das heißt, wir kommen hier in den Serverraum rein. Wir haben da den Computer und einen Reaktor und oder andersrum. Und dann hier die Deep Storage Units. Okay, die brauchen einen Import-Bus. Und sonst eigentlich nichts, richtig? Ich glaube schon. Das heißt, wir könnten die einfach so jetzt hier hinbauen. Den jeweils oben Import-Bus hin. Also ein Im- und Export-Bus war das, glaube ich. Müssen wir irgendwie richtig einstellen. Das ist, ne? Damit kenne ich mich noch nicht so aus. Fluid Storage Bus, nein. ME Storage Bus. Die müssten das sein. Ja genau, baue erstmal 4 Stück davon, obwohl du noch gar nicht weißt, wie die funktionieren. Das ist eine sehr schöne Idee, Kirogon. Da, 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 da. Jetzt hier ein Kabel nach unten. Wobei wir auch das wieder hinten rum machen könnten, aber das ist hier eh der Serverraum. So. Storage Bus. Bidirektional, das ist richtig. Accept only listed items. Cobblestone. Stored 0. Haben wir überhaupt Cobblestone? Nein. Mist. Du. Hör auf, Kabel zu exportieren. Sehr gut. Jetzt müsste sich Kabel langsam wieder sammeln. Da, Kabel 48, 51. War. Ah, da. Stored. 16 Stück. Die zählen auch als im System, richtig? Die werden jetzt nicht auf irgendeinem Chip sein, sondern die werden alle hier reingepumpt und zählen trotzdem zum System. Also ich ziehe jetzt gerade 2,5 Stacks ungefähr. Ja, kommt genau hin. Okay, super. Also unsere Chips werden jetzt nicht mehr belastet. Und wir haben sie trotzdem im ME-System.
Das Ganze hätten wir gerne noch für Sand, für Holz, Pfeile. Pfeile kann ich trashen, oder? Gibt es irgendwas Tolles, was ich mit Pfeilen machen kann? Arrow. Projectile Core, Needle Gun Ammo, Skeleton Skull, Alchemie-Zeug. Ja, das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Es wurde gesagt, dass eventuell keine Viecher mehr spawnen können auf natürlichem Wege in dieser Agrarian Skies Version. Das heißt, ich müsste dann Blutalchemie benutzen, wovon ich ja mich bisher immer schön distanziert habe. Und ich glaube, ich werde es auch erstmal vorerst noch so weitermachen. Also ich werde gucken, ob dem wirklich so ist, ob wirklich keine Kühe und dergleichen natürlich spawnen können. Und wenn es wirklich nicht so geht und es keinen anderen Weg gibt, an Kühe zu kommen, die wir brauchen für die Milchquest, dann werde ich auch mich mit Blood... Wie heißt das? Blood Alchemie? Blood Magic? Blood Magic. Mit Blood Magic auseinandersetzen. Das dann aber auch erstmal nur so weit machen, bis wir an die Kühe kommen und dann ist es mal gut. Weil ich ja, wie gesagt, erst die ganze Techniksache machen wollte. Ja, also man scheint Pfeile hierfür zu brauchen, aber es war es auch. Es sind sehr wenig Anwendungen und wir könnten jederzeit wieder rankommen. Aber ich denke, Pfeile kommen einfach in die Mülltonne dann. Sand und Rubberwood können wir ja gebrauchen. Pfeile nicht wirklich. Also du, Sand. Warum ist der Copperort drin? Sand. Accept only listed items. Bidirectional. Kein Sand. Ah, jetzt macht er. Ganz langsam. Vielleicht wird nur der neue Sand jetzt hier reingepackt. Das wäre nicht so schön. Ah gut, du bekommst noch Rubberwood. Ich tue auch schon mal einen Rubber rein. Das hat irgendwie geholfen, dass da einer schon drin war. Zing. Was haben wir noch? Bone Meal. Quarz, Limestone. Limestone verwenden wir noch gar nicht. Könnte aber später interessant werden, sobald wir mit Mariculture anfangen. Deswegen würde ich das gerne auch alles aufbewahren. Und warum stopft er immer so komisches Zeug da rein? So. 45 Sand. Ich glaube, ich forciere das Thema mal. Gib mir mal... Das mache ich im Inventar größtenteils leer. So. Gut, dann hätte ich gerne ein Inventar voll Sand. Und dann schmeiße ich das sofort wieder ins ME-System. Und eigentlich sollte das jetzt in der Deep Storage Unit landen. Ist es das? Ja, jo, ist es. Okay. Das... Das heißt, wenn ich wirklich sicher gehen will, müsste ich jetzt noch Exporter daran bappen, dass die auch wirklich aus dem System rausgeholt werden und nicht der Überschuss, der jetzt später kommt, reingepappt wird. Ja gut, Exporter. Gib mir... Oh. Whoops. Gib mir nicht alles auf einmal. Kann ich die auch wieder so reinschmeißen? Klicken, okay. Ich hätte gerne einen. Ja komm, gib mir einen Stack, ist auch okay. Hier wurde noch gar nichts reingepackt. Das ist echt jetzt ein bisschen Platzverschwendung. Aber egal, ich kann das später immer noch umbauen. Ich denke, mit einer Dolly kann man sie auch im vollen Zustand verschieben, die Dinger hier. So. Du exportierst Kobbel. Du exportierst Sand. Du exportierst Holz. Ja, schon viel besser. Jetzt werden nämlich nicht die Überschüssigen, die neu reinkommen, hier einsortiert, sondern sofort alle aus dem System. Theoretisch würde es dann wohl reichen, wenn ich das jetzt so ein paar Folgen laufen lasse und dann später die Exporte abbauen. Weil dann sind alle Gegenstände, die im System sind, hier drin und alle neuen, die ins System kommen, werden hier einsortiert. Ja, das macht Sinn. Okay. Du, was haben wir noch Schönes? Gravel. Gravel sollte eigentlich weiterverarbeitet werden. Ember, keine Ahnung. Oakwood,
bauen wir nicht mehr aktiv ab. Ich denke, ich nehme mal Knochen. Eine Deep Storage Unit voll mit Knochen, bitte. Du. Oh, du warst Limestone. Entschuldigung. Genau, da ist schon Limestone drin. Das wird so nix. Gib mir bitte davon was. Gib mir bitte da. Das da. Haben wir noch was über? Nee. Kobbel, Sand, Holz und Limestone. Also, davon können wir definitiv nochmal ein Vierer-Set bauen später. Jetzt sollte das eigentlich fürs Erste reichen. Was Auslastung angeht. Sieht so ja schon mal ganz schick aus. Guti, dann Toastbrot essen. Und gleich eine Zeitrafferphase. So. Guck nochmal ganz kurz hier oben, ob mir irgendwas einfällt, was ich noch nächste Folge machen möchte. Was ist hier passiert? Du bist fleißig am Abbauen, ne? Ja. Also, ja doch, lass das drin. Das heißt, die Smeltery schmelzt jetzt 2, 3, 4 Folgen lang Cobblestone Triple Compressed ein, macht daraus die Blöcke und dann haben wir auf jeden Fall genug, um unten die Smelteries alle aufzubauen. Und so ad hoc fällt mir nichts für die nächsten Folgen ein, was wir unbedingt machen wollen. Ich werde jetzt im Zeitraffer das Netherportal abbauen. Ich werde es nicht neu aufbauen, das mache ich irgendwann später mit euch zusammen. Und sonst noch ein bisschen Kleinkram. Also viel Spaß bei der Musik. Bye bye. Noch eine Kleinigkeit. Und zwar ein kleiner Nachtrag. Das nächste Stück ist von Kai Rosenkranz, dem Komponisten des Gothic und Risen 1 Soundtracks. Und der baut gerade an einem neuen Album. Und dafür hat er ein Kickstarter-Projekt am Laufen. Und das verlinke ich auch unten. Also falls ihr diesen Komponisten unterstützen wollt, der ja wirklich schicke Musik gemacht hat für die ersten Gothic-Teile und auch für Risen 1, einfach auf den Link klicken und 1-2 Euro da lassen. Das wäre super.